Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate Teil 1. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich habe eine Sache mal nachgeschaut gehabt. Beziehungsweise ich wollte, glaube ich, noch eine Sache machen. Sonnenseelenschimmer kann man immer einsetzen, einmal täglich. Ab Stufe 2, das heißt, er kann es mittlerweile ja schon machen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Okay, alles klar. Nee, aber was mir aufgefallen ist, er hat Angriffe pro Runde 1. Unser Hauptcharakter hat Angriffe pro Runde 5 durch 2. Das ist das, was ich jetzt auch nicht ganz verstehe. Heißt es tatsächlich 5 durch 2? Das heißt 2,5 in dem Fall. Warum schreibt man das da nicht einfach so hin? Also das finde ich ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall sollte das ja mehr sein. Er hat, wie gesagt, 1. Wenn ich jetzt einmal in die Waffe wegnehme, hat er tatsächlich Angriffe pro Runde 3 durch 2. Das wären dann wahrscheinlich dann 1,5 Angriffe pro Runde. Deutlich mehr als mit der Waffe. Von daher sollte man ihnen tatsächlich keine Waffe in die Hand geben. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden, dass das mehr Angriffe pro Runde sind. Und es hat auch nichts mit unserer Geschicklichkeit zu tun, mit dieser Ding, was wir da haben. Also sollte er definitiv keine Waffe in die Hand nehmen. Beziehungsweise können wir da... Ihr wünscht. Ich nehme sie einfach mal in die Hand, aber rüste ihn quasi mit Nahkampf aus. So. Das heißt, wir holen uns auch keine Dings von ihm. Aber was ich gerne noch holen will, ist noch weitere Munition. Und zwar für sie hier. Hoppla, das war falsch. Bin auf die Ding gekommen. Wo haben wir es denn? Ja, Kugel. Da würde ich mir auf jeden Fall gerne nochmal so ein Stack, also mit 80 Kugeln holen. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen mehr, weil sie hat ja schon ein bisschen hier verbraucht. So, damit haben wir nämlich auch wieder ein bisschen Vorrat. Ich finde, das ist auf jeden Fall keine so schlechte Idee. Und ansonsten sehen unsere Charaktere ja eigentlich ganz in Ordnung aus. Meiner Meinung jedenfalls. Ich glaube, das verseuchte Eisen, das brauche ich definitiv nicht mehr. Der Rest, der bleibt hier. Kälteschutz. Ja, da haben wir noch die einzelnen Tränke. Die sollen wir ja wohl noch wohin bringen. Die bleiben mal hier. Ja, gut. Dann sind wir soweit fertig. Dann würde ich nämlich jetzt mal wieder weiterreisen. Und zwar geht es nämlich jetzt wohin? Und zwar, ich habe mir überlegt gehabt, ob ich jetzt hier die Gegend uns einfach mal anschaue, ob wir da alles, was wir da alles so finden und so weiter. Da haben wir ja zwei auch noch, die wir noch gar nicht angeschaut haben und so weiter und so fort. Also da müsste ich mir noch echt überlegen, was ich mache. Aber ich will zunächst einmal hierher reisen. Genau. Hierher. Und zwar aus folgendem Grund. Da sollen wir nämlich einen Ring vergessen haben. J.D. Dorian hat mir da darauf hingewiesen, dass ich da einen Ring übersehen habe. Genauso wie ich beim freundlichen Arm einen Ring übersehen hatte. Da haben wir übrigens auch noch einen Ogre, mit dem wir uns kümmern wollen. Und zwei magische Ringe, das hilft uns auf jeden Fall schon weiter. Und ja, deswegen würde ich das, glaube ich, ganz gerne mal machen. Außerdem haben wir hier im Gasthaus vergessen, mit einem zu reden. Das würde ich auch noch nachholen. Und außerdem soll da noch ein Haus sein, das ich auch übersehen habe. Und wenn er das schon so schreibt, dann könnte das vielleicht doch wichtig sein. Ja, und bevor ich das alles vergesse, ja, machen wir das einfach mal. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber passt schon. So. Und da werde ich auch gleich nochmal rasten, weil die Leute die Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Ja, weil während der Reise rasten sie anscheinend nicht, die reisen durch. Von daher sollten wir auf jeden Fall mal rasten. Außerdem ist es dann hell. Und hell, im Hellen wandert sich's
Bestimmt besser. So. Oh, wer bist du denn? Gotcha. Ihr seht aber komisch aus. Komm bloß nicht näher, sonst rufe ich Mana und ich verpasse dir eins mit dem Gürtel. Entspann dich, Kind, ich tu dir nichts. Natürlich, das haben die anderen Räuber auch gesagt. Und dann haben sie gleich die in der Karawane überfallen, die gerade die Stadt verlief. Das war ein Haufen Lügner, genau wie du wahrscheinlich. Hau ab! Hm? Not a problem. Ja, die Karawane haben wir ja schon gesehen gehabt, glaube ich. Da waren wir ja schon gewesen. Genau, das war die überfallene Karawane. So, der Ring. Also der Oger müsste hier gewesen sein. Und der Ring, der müsste hier in dem Gebiet sein. Ich glaube, ich sehe ihn auch schon. Es ist irgendwie beim Baumstumpf. Das ist ein Baumstumpf und da haben wir auch was. Wirklich sehr leicht zu übersehen. Dann rennen wir mal dahin. Ich wollte eigentlich dahin springen. Ja, dann machen wir es halt so. Also wenn wir da tatsächlich so einen Ring kriegen, einen magischen. Okay, es kommt natürlich auch drauf an, was für ein magischer Ring das dann sein wird, aber ja, schauen wir mal. Den müsste man natürlich dann noch identifizieren. Ja, tatsächlich, magischer Ring gefällt mir. Gefällt mir. Vielen Dank für den Kommentar. Also den hätte ich definitiv nicht gefunden gehabt. Wenn du nichts dazu geschrieben hättest. So, wollen wir es noch mit dem Oger aufnehmen? Vielleicht taucht er auch gar nicht mehr auf, der Oger. Vielleicht taucht irgendwas anderes auf. Aber ich würde sagen, das machen wir mal. Wir schauen, versuchen unser Glück hier. Und schauen wir einfach mal, was wir so alles finden werden. Er muss irgendwo hier unten gewesen sein. Ja, so Sachen wie diesen Ring, dieses kleine blaue Leuchten da. Eigentlich sollte es auffallen, aber es fällt doch, gerade wenn man auch immer ein Let's Play macht, manchmal nicht wirklich so gut auf. Okay, das ist eine Sackgasse. Habe ich mir auch schon fast gedacht. Ja, wie gesagt, manchmal fällt es einfach überhaupt nicht auf. Da ist man manchmal doch sehr, sehr blind auf dem Auge. So. Ja, speichern wir nochmal. Dann, Kreischlinge. Nee, X-Fahrt sind das. Das sollte jetzt überhaupt kein Problem sein. Quatschwert, ja, Quatschwert haben wir ja gesagt, können wir mitnehmen. Die bringen auf jeden Fall mehr. Die bringen auf jeden Fall mehr ein als Rüstungen. Was ich eigentlich schon ziemlich krass finde, wenn das so ist. Aber, ja, gut. So ist es halt. Da, Mann. Beim Schild von Tempus. Ihr habt gerufen? Ich werde euch Gerechtigkeit erfahren lassen. So, und jetzt machst du vielleicht noch einen Segen hier drauf. Damit wir besser treffen. Und jetzt ist er schon tot? Okay. Das ging aber wahnsinnig schnell. Schaut euch das an, zwei Gürtel. Und noch ein Zauber zum Lernen. Klopfen. Mit Hilfe von Klopfen kann man versperrte Truhen und Türen
Geheimtüren und dergleichen öffnen. Cool. Und zwei magische Gürtel. Yay, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Aber wie wahnsinnig schnell ist denn der jetzt totgegangen? Ich habe jetzt gedacht... Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Ach, das war wahrscheinlich die Konstitution. Ja, genau. Aber ich habe jetzt gedacht gehabt, wir brauchen hier extrem lange, um das Ding hinzukriegen und alles. Und boah, das ging ja wahnsinnig gut. Das ging... Nee, das war ein Zauber. Das ging jetzt wirklich wahnsinnig gut. Ja, dann sind wir hier wohl fertig. Den Ringhammer, Dinghammer. Gut, dann reisen wir weiter zum freundlichen Arm. So, jetzt muss ich mal schauen. Der Ring müsste hier unten irgendwo gewesen sein. Und irgendwo hier müsste man noch ein Haus haben, wo ich noch nicht drin gewesen bin. Mal sehen. Ich glaube, ja genau, da ist er. Ich habe es selbst gesehen gehabt. Ich habe, als ich hier vorbeigerannt bin, habe ich das Ding sogar hier gesehen gehabt. Aber das Problem ist, ich habe es nicht. Mir ist es nicht aufgefallen. Das ist so klein, dass es mir nicht aufgefallen ist. Noch ein Ring. Sehr gut. Dann schauen wir mal, ob ich da noch irgendwo dieses Haus finde, das relativ schwierig zu sehen sein soll. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Haus. Das werde ich auf jeden Fall jetzt mal kurz reingehen und mal reinschauen. Joia. Wir haben doch Jovias Ring. Ist das Haus, das ich nicht gesehen hatte? Ah. Ich bin ganz Ohr. Hey, ihr seid hier neu, stimmt's? Könnte ich euch vielleicht um etwas bitten? Aber sicher, gnädige Frau, was habt ihr auf den Herzen? Was für Manieren. Naja, ich brauche ein paar grobe Klötze für diese Arbeit. Also spart euch euer Bitte und Danke für die Edelleute auf. In Sichtweite dieses Wirtshaus haben mich ein paar Hobgoblins völlig ausgeraubt. Ihr sollt es ihnen jetzt heimzahlen. Sie haben meinen Ring gestohlen. Das ist alles, was ich wiederhaben will. Könnt ihr das erledigen? Ja klar, wir helfen. Ich danke euch. Diese Kreaturen sind ein Stückchen nördlich vom Wirtshaus zu finden. Ich könnte schwören, dass ich sie von Zimmern des Obergeschosses fast sehen konnte. Bringt mir bitte meinen Ring hierhin zurück, wenn ihr ihn habt. Dann erkennt ihr schon, wenn ihr... Den erkennt ihr schon, wenn ihr ihn seht. Es ist ein sehr auffälliger Flammentanzring. Wir haben ihn sogar schon. Ich soll Joia dem freundlichen Arm einen Ring zurückbringen. Es ist ein Flammentanzring, der von ein paar Hobgoblins nördlich des Gasthauses gestohlen worden. Ich bin ganz Ohr. Ich danke euch. Diesen Ring bekam ich geschenkt, als ich allein von zu Hause auszog. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihn so ein stinkender Hobgoblin hätte. Ihr habt ein gutes Herz. Das werde ich auch allen sagen, die mich nach euch fragen. Cool. Neuer Tagebucheintrag, das ist der hier. Ich habe einen Flammentanzring zu Joia in den freundlichen Arm zurückgebracht. Sie zeigte sich sehr dankbar, auch wenn sie mich nicht mit Gold entlohnen konnte. Macht aber nichts. Unser Ruf hat sich verbessert, das heißt, wir müssten jetzt auf 15 sein und wir haben natürlich auch viel, viel Erfahrung bekommen. Einen Aufstieg haben wir leider nicht. Schade. Unser Ruf ist beliebt, wir sind auf 15. Klasse. Okay. Oh, you bet. Kameradschaft, Abenteuer, gutes Klären von Schwertern. Also da war man. Da war man auf jeden Fall schon drin gewesen. Da hinten ist nichts mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Haus gewesen ist, das ich übersehen hatte. Sonst hätte ich auch den Ring gehabt, die Quest gekriegt gehabt. Das da ist kein Haus. Nee. Da geht's zum Arm rein. Da wollten wir auch nochmal mit jemandem reden. Das da scheint kein Haus zu sein, in dem man einsteigen kann.
einsteigen kann. Ja, wo man reinkommt. Ich glaube, das müsste tatsächlich das Haus gewesen sein. Und dann war das auch tatsächlich sehr wichtig gewesen für eine Quest. Sehr gut. Okay, dann haben wir das erledigt. Dann geht es erstmal in den Arm rein. Fine and dandy. So, können wir hier verkaufen bei dir? Ja, aber wir können nicht identifizieren, schade. Aber wir können mal Sachen verkaufen. Die Agni-Mani-Kette, das sollte eine ganz normale Halskette sein. Die können wir verkaufen, die Kurzschwerter können wir verkaufen. Ja, die Ringe müssen wir natürlich noch anschauen. Der Morgenstern kann weg. Das Langschwert kann eigentlich auch weg. Wir benutzen ja keine Langschwerter. Eigentlich schade drum. Ja gut, aber identifizieren konnten wir hier nichts. Aber vielleicht beim Tempel. Im Tempel müsste das gehen. Aber jetzt will ich erstmal schauen, wo ich da noch einen vergessen habe, mit dem ich reden konnte. Fine and dandy. Edelmein, da ist er nicht. Schlafender Elf. Ich glaube, Unshay, ich glaube, der müsste gewesen sein, mit dem ich nicht geredet hatte. Du bist besser in der Stabilität als diese Steinmauern. Habt ihr schon gehört? Es gibt da südlich vom freundlichen Arm so einen ungehobelten Ogre, der total auf Gürtel abfährt. Er wollte mir entweder meinen neuen Gürtel der Durchdringung oder mein Leben nehmen. Wollte mal eine signierte Angabe von meinem Buch haben. Hey, wenn ihr den Gürtel wieder beschaffen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Ah, und den Hammer sogar, den Gürtel. Ein spitzbürbischer Oger. Nach Aussagen eines Zwergenpriesterin namens Unshay hört man wenig südlich vom freundlichen Arm immer mehr von einem spitzbübischen Oger mit einem Gürtelfetisch. Unshay sagte, sie sei Schriftstellerin. Vielleicht schenkt sie mir eine Ausgabe ihres Buches, wenn ich den Gürtel durch Durchdringung wiederfinde. Okay, das heißt, wir verlieren einen der Gürtel. Aber wahrscheinlich müssen wir ihn erst noch identifizieren lassen. Okay, also zurück in den Tempel. Schauen wir mal, ob wir da identifizieren lassen können. Ja, so schnell kann man eine Quest fast übersehen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schnell. So, jetzt hoffe ich, da kann man es identifizieren lassen. Sonst wäre das ziemlich, ziemlich blöder. Ihr seid willkommen hier unter den Augen von Karl Glitzergold. Ja, was für Heilmittel habt ihr? Identifizieren, sehr gut. Also Gürtel 1, Gürtel der Umwandlung und Fluch der Elfen. Ist das jetzt einer von denen, wo wir brauchen? Prinzessinnenring, nein, ein Prinzenring plus 1 und unendliches Gedächtnis. So, schauen wir erst einmal. Kann nur durch Fluchbrechen wieder abgenommen werden. Der verfluchte Gürtel der Umwandlung, ein seltener und umstrittener magischer Gegenstand, besitzt größte Zauberkraft. Jeder, der so unvorsichtig ist, ihn um seine Hüfte zu schnallen, wird augenblicklich das Opfer einer Geschlechtsumwandlung. Es wird erzählt, dass er vor nicht einmal 50 Jahren ein namenloser Hofnarr geköpft wurde, weil er den Gürtel einer Geliebten von Herzog Lobahan als Geschenk überreicht hatte. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Gürtel durch Durchdringung, da Hammer ihn doch. Fluch der Elfen. Panda von Nerbental war zu seiner Zeit ein berüchtigter Straßenräuber und machte sich dadurch einen Namen, dass er den Elfen im Wald Kamortar gehörig zusetzte. Zu ihrem Ärger suchte er im Wald wiederholt Zuflucht vor dem Gesetz und entkam mit Hilfe dieses Gürtels auch dem Pfeilen der Elfen. Zu Pandas Pech erwiesen sich Grubenfallen und das allmähliche Aushungern als langsamer, aber wirkungsvoller Ersatz. Okay, dann haben wir den. Ich probiere mal jetzt gerade mal was aus. Ich speichere mal ab. Und dann ziehen wir den mal an. Und zack, ist Minsk eine Frau.
Aber... Ich erwarte eure Anweisung. Dann bringen wir die Sache mal ins Rollen. Ja, okay. Aber er hat immer noch seine selbe Stimme und sein selbes Porträt. Und wir können es nicht rausnehmen, weil es ein verfluchter Gegenstand ist. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. So. Nee, den können wir auf jeden Fall verkaufen. Oh, Moment. Und die Ringe natürlich noch. Schutzring plus 1, der Prinzenring. Dieser und einige ähnlich geartete Ringe wurden ursprünglich hergestellt, um die Söhne von König Carter de Vez zu schützen. Aber es ist nicht bekannt, wer den Zauber über die Ringe aussprach. Geschichtliche Aufzeichnungen besagten, dass die Ringe mindestens 13 Generationen im Besitz dieser Familie blieben, obwohl sie alle schließlich im Verlauf von nur einer Generation verloren gingen. Der Grund hierfür war möglicherweise die Feindschaft zwischen dem König und der Familie des Erschaffers RK-1 und RW-1. Also ziemlich cool. Wenn wir den anziehen würden, hätten wir schon, ja, -1-Ding. Das wäre für dich vielleicht ganz gut mit Rüstungsklasse 2, aber du hältst auch einiges mehr aus als unser Freund, der Rasat. Obwohl, Rasat hat eigentlich sogar noch mehr. Die zwei hier wäre vielleicht gar nicht so schlecht, vor allem bei dir hier mit 10, aber ihr bleibt ja eigentlich eher im Hintergrund. Von daher ist es eigentlich nicht so schlimm. Dann sollte entweder Minsk den anziehen, dann hätte er noch 1, oder du, dann hättest du 1. Ich glaube, ich gebe es ihm aus folgendem Grund. Weil er kann vielleicht irgendwann noch eine bessere Rüstung haben, um den Rüstungsklasse runterzukriegen. Er leider überhaupt nicht. Von daher finde ich, passt es eigentlich ganz gut. So, und der nächste Ring, Magiering. Unendliches Gedächtnis. Vor langer Zeit erzählte man sich von einem großen Magier aus Am. Er hätte sich über die von Mystra gesetzten Grenzen der Künste der Magie hinweggesetzt. Legenden besagen, dass dieser Magier Zauber aussprechen konnte, ohne dabei durch sein Gedächtnis eingeschränkt zu werden. Schließlich fand man heraus, dass seine Kräfte von den Zauberringen herrührte, die er selbst für sich hergestellt hatte. Sein angeblich unendliches Gedächtnis war ein Schwindel, aber die Ringe gehören immer noch zu den gefragtesten Gegenständen in den Reichen. Magierzauber 2x1 Grad, das ist was für dich hier. Dann müsstest du jetzt, guckt euch das an, auf einmal haben wir jetzt 3 Zauber hier übrig. Cool. Was nehmen wir da rein? Identifizieren wäre natürlich nicht schlecht, könnten wir uns ein bisschen Geld sparen. Ich glaube, ich mache einen Identifizieren rein. Panzer war, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Einfach, um ein bisschen Schutz zu haben. Rüstungsklasse 6 ist vielleicht auch wirklich gar nicht so verkehrt. Nehmen wir einen mal rein und dann machen wir nochmal ein magisches Geschoss. So. So finde ich das gar nicht mal so schlecht. Und dann geben wir jetzt in der nächsten Folge die eine Quest mal ab. Und dann verkaufen wir doch den Rest. Und ja, dann schauen wir mal. Vielleicht gehen wir auch nochmal kurz schlafen, bevor wir weiterreisen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.